Unser Thema sind die Cyanobakterien. Auf die sind wir vor allem durch meine Mutter, die beim Gesundheitsamt arbeitet, gekommen. Sie hat mir von einem Badeverbot in Boltenhagen erzählt, aufgrund dieser Blaualgen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir darüber unser Projekt. Cyanobakterien gibt es seit 3,5 bis 4 Milliarden Jahren, also schon eine wirklich sehr lange Zeit, selbst erdgeschichtlich. Und sie haben früher die Ökosysteme beeinflusst, indem sie angefangen haben, Sauerstoff zu produzieren. Und es gibt sie jetzt immer noch und immer noch zum Teil in großen Zahlen, wie man jetzt in den Algenblüten in der Ostsee auch sehen kann. Das tollste Erlebnis war, dass wir den Algenteppich halt von Fehmarn aus gesehen haben, was ja im Prinzip ein super Ergebnis für unser Thema auch ist oder eine super Beobachtung für unser Thema. Und auch, dass wir das Glück jetzt hatten, auf Blaualgen zu treffen schon nach so kurzer Zeit und dass wir jetzt auch schon Proben haben, um diese dann so zu analysieren. Ja, wir waren mit dem Team vom Gymnasium Grevesmühlen insgesamt 125 Seemeilen unterwegs. Es sind etwas über 200 Kilometer. Gestartet sind wir in Kiel, dann über Heiligenhafen, quer über die Mecklenburger Bucht bis nach Rerik, dann über Pöhl und den Klützer Winkel bei Boltenhagen nach Wismar und dann bis nach Travemünde. Auf dieser Tour haben wir über 14 Proben genommen, hauptsächlich von der Oberfläche der Ostsee, und haben die dann untersucht auf verschiedene Blaualgen. Wir haben Tiefenprofile erstellt an bestimmten Punkten, die wir uns vorher auf einer Karte rausgesucht haben. Um Wasserproben zu nehmen, haben wir den Wasserschöpfer benutzt, um aus unterschiedlichen Tiefen die Wasserproben zu bekommen. Man hat im Prinzip so ein langes Rohr mit zwei Deckeln und die spannt man, dass die aufstehen, und dann lässt man das ab ins Wasser, so weit wie man möchte, und dann lässt man Gewicht fallen, das verschließt dann die beiden Deckel und ja, dann ist Wasser drin. Dann zieht man es wieder hoch und kann das Wasser rausholen. Faszinierend fand ich die gesamte Technik dahinter. Also nicht nur, dass man einfach Proben nimmt und sich irgendwie die anguckt und sagt, da sind Blaualgen drin, sondern wirklich, dass man auswertet, dass man pH-Wert misst, dass man Sauerstoffgehalt misst, dass man Tiefenprofile erstellt und all sowas. Also, dass wirklich protokolliert wird, wenn es später ein genaues Ergebnis hat. Diese explosionsartige Vermehrung der Blaualgen hat natürlich mit dem ruhigen Wetter zu tun, mit der starken Sonneneinstrahlung, damit, dass nicht so sehr viel Wind war und dass nicht alles irgendwie verteilt und verdriftet wurde. Und natürlich, die Nährstoffe müssen vorhanden sein, damit die Algen wachsen, auch wenn sie prinzipiell sehr anspruchslos sind. Und die Temperaturen sind da ganz, ganz entscheidend, genauso wie eben, dass es nicht zu windig war und sich das alles wieder verteilt.